Es ist der fünfte Jahrestag des arabischen Frühlings und diejenigen, die die Arbeit von CSI verfolgen, die wissen, dass es hier im Herbst 2011 eine Völkermordwarnung gab und wir wissen auch, dass sich der Völkermord hier immer weiter verschlimmerte im ganzen Nahen Osten, Ägypten, Irak, Syrien und so weiter. Jetzt ist es 5 Jahre später und vor einigen Wochen hat die US-Regierung gerade beschlossen, dass man jetzt diesen Horror, diesen horrenden religiösen und ethnischen Säuberungen, die dort stattfinden, als Völkermord bezeichnen kann. Und jeder, der mehr über diesen Prozess wissen möchte, diese massiven religiösen Säuberungen vom Beginn des arabischen Frühlings bis zu diesem Beschluss bezüglich des Genozids, muss Forsaken lesen, dieses Buch über die Verfolgung der Christen im Nahen Osten. Es ist leicht zu lesen und ich kann es wärmstens empfehlen. Und wir haben die Ehre, Daniel Williams, den Autor dieses tollen Buches, heute Abend hier zu haben. Er hat viele, viele Jahre im Nahen Osten verbracht und hat dort mit allen Menschen vor Ort gesprochen, von einfachen Bürgern bis zu Regierungsmitgliedern. Er kennt die Region sehr, sehr gut. Und wir freuen uns, Daniel heute Abend hier zu haben. Und wir möchten ihn nun herzlich willkommen heißen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich so herzlich willkommen heißen an diesem schönen Frühlingstag. Es tut mir leid, dass ich kein Deutsch spreche. In Lugano wird es mir besser gehen, denn meine Frau ist Italienerin. Dort könnte ich Italienisch sprechen. Also nochmals danke für die herzliche Einladung. Es ist interessant, dass John die Tatsache hier erwähnt hat, dass man schon 2011 über den Völkermord gesprochen hat. Und das sage ich, weil es in meinem Land, in den USA, so ist, dass das Außenministerium erst vor kurzem beschlossen hat, dass die Christen im Irak einen Völkermord erleiden müssen. Das war schon ein wichtiger Schritt nach vorn, aber sie haben fast im gleichen Atemzug gesagt, sie würden nichts dagegen tun. Und das ist ein Symptom dessen, warum ich mein Buch Forsaken genannt habe, also verlassen. Die Christen und nicht nur die Christen im Nahen Osten, aber wir werden heute viel über Christen sprechen, wurden verlassen, ja, ihrem Schicksal überlassen. Im Irak haben sie keine Fürsprecher, Punkt. Sie haben keinen Einfluss, keine Macht im Irak, nichts. Sie werden verfolgt im Nordwesten Iraks, sie werden aus ihrer Heimat vertrieben. In Syrien haben sie vielleicht noch einen Fürsprecher, aber das ist einer, der in einen schlimmen Bürgerkrieg verwickelt ist. Und da fragt man sich, denkt die Regierung über die Christen nach? Vielleicht. Aber in diesem Teufelskreis ist es so schwer, sich für die Christen eine Zukunft in Syrien überhaupt vorzustellen. Es sind aber nicht nur diese beiden Kriegsländer, wo es den Christen schlecht geht. Und deshalb nenne ich mein Buch ja auch Verfolgung im Nahen Osten. In Ägypten war es so, dass unter Hosni Mubarak und unter dem ersten Übergang, unter der ersten Übergangsregierung, unter der Muslimenbruderschaft und unter der jetzigen Regierung immer versucht wurde, die Situation der Christen irgendwie
zu verschlechtern. Die werden einfach übergangen, die Polizei ist korrupt, sie haben keine Rechte. Und kurz vor 2011 gab es in Alexandria zwei große Terroranschläge, da wurden zwei Kirchen hochgejagt, aber alles, was gegen die Christen geht, wird dort kaum je erwähnt. In Palästina, die Bevölkerung der Christen wird immer geringer. Es gibt ja immer weitergreifende Isolation dort, wirtschaftliche Probleme. Und das wird jetzt noch verstärkt durch die Ängste seitens der Christen vor dem radikalen Dschihad, den einige Gruppen, muslimische Gruppen hier verfolgen. Und da hat man Angst, dass diese auch den Israel und Palästina hier infiltrieren. Wir haben also im ganzen Nahen Osten ein Problem der Christenverfolgung. Und ich habe diesen Titel gewählt. Das soll aber nicht heißen, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel Nigeria, nicht zu Christenverfolgungen kommt. Ich nenne da nur Boko Haram zum Beispiel. Aber in dieser Region im Nahen Osten, in dieser geografischen, in diesem geografischen Gebiet, dort wurde ja das Christentum geboren. Das heilige Land ist nicht nur Palästina, Israel. Das christliche heilige Land ist noch viel weitgestreckter. Vielleicht wissen Sie, dass man in Jerusalem am Anfang nicht von Christen sprach, sondern zuerst in Antiocha, was Teil der heutigen Türkei ist. Dort benutzte man zuerst den Begriff Christen, der heilige Markus ging nach Ägypten und sie sprachen zuerst von apostolischen Kirchen, Kirchen, die von den Aposteln gegründet wurden. Also das zeigt uns, dass Antiochia das frühere Zentrum des Christentums war, daneben auch noch Alexandria und Rom natürlich. Ich habe für amerikanische Zeitungen über den Nahen Osten berichtet und dann auch habe ich für Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch zum Beispiel, gearbeitet und dort Berichte geschrieben. Und da ist mir über die Jahre aufgefallen, dass immer mehr Christen verfolgt werden. Mehr als 20 Jahre habe ich dort im Nahen Osten gearbeitet. Ich habe das aber erst sehr spät, während des arabischen Frühlings in Ägypten, bemerkt, dass es hier ein wirkliches Konzept hinter dieser Christenverfolgung gibt. Und darüber werde ich heute sprechen. Es ist diese Idee der Christenverfolgung, die ist damit verbunden, dass die Christen im Irak, in Syrien, aber auch in Palästina, im Libanon, selbst in Israel und in Ägypten Probleme haben und verfolgt werden. Und das ist Teil einer größeren Ideologie, die uns betrifft, uns als westliche Länder und aber auch die Muslime, die sind genauso betroffen. Und diese Ideologie ist verwurzelt, oder sagen wir es anders, ich möchte hier den Kontext natürlich nicht aus den Augen verlieren. Viele andere Sachen sind passiert und der Westen selbst ist auch in gewissem Maße verantwortlich für die Beschleunigung der Christenverfolgung, hauptsächlich aufgrund der Invasion der USA im Irak. Es gab aber noch andere Faktoren hier, wo der Westen dafür verantwortlich ist, was im Nahen Osten passiert oder zumindest einen Beitrag geleistet hat. Und das möchte ich nicht ignorieren. Und dann gab es natürlich noch zahlreiche Diktaturen im Nahen Osten, die sich so hingestellt haben, als würden sie die Christen schützen, das aber eigentlich nicht wirklich getan haben. Ja, da gibt es im Nahen Osten zahlreiche Beispiele dafür. Das ist alles wichtig für die Entwicklung dieser Ideologie.
Und das begann 1967 mit dem Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Ländern. Dann reagierten die Muslime darauf, auf diesen Krieg, und dann kam es zur Diskreditierung einiger Ideale, die damals die Christen geschützt haben. Darauf möchte ich aber jetzt nicht näher eingehen. Ich möchte eigentlich nur darüber sprechen, was zur Christenverfolgung geführt hat. Diese Ideologie basiert auf dieser Zweiteilung des Islams, und die Kritiker des Islams, insbesondere in den USA, aber vielleicht auch hier in Europa, sagen, dass die Christen und andere Minderheiten im Nahen Osten vom Islam insgesamt verfolgt werden. Und die Verteidiger des Islams sagen, nein, das hat mit dem Islam gar nichts zu tun, denn das hat nichts mit unseren Traditionen und unserem Glauben zu tun, und beide haben sie Unrecht. Denn die Kritiker, deren Fehler ist es, dass sie alle in einen Topf werfen. Aber man kann sagen, die Christen wurden ja noch nicht immer verfolgt. Sie haben in der islamischen Welt sogar zu gewissen Zeiten eine große Rolle gespielt. Und die Verteidiger hier, die sagen, das alles hat nichts mit dem Islam zu tun, die haben auch Unrecht. Denn die beiden Zweige des Islam, das sind der Salafismus und der Wahhabismus. Sie sind in unterschiedlichen Jahrhunderten entstanden, haben aber miteinander zu tun. Das sind beides Zweige des sunnitischen Islams. Und sie sagen, ein echter Muslim muss so leben wie der Prophet Mohammed und dessen Anhänger. Und die folgen dem Koran ganz strikt. Und alles, was nach dem Koran kam, das nennen sie blöde, moderne Innovationen. Das zählt für sie nicht. Das sind alles Entwicklung der Moderne. Der Wahhabismus ist damit verbunden, kam aber sehr viel später als der Salafismus. Der Wahhabismus, der entstand im 18. Jahrhundert. Wie hat er sich verbreitet, dieser Wahhabismus? Im 19. Jahrhundert war es so, dass die Saud-Familie, vielleicht haben Sie schon von ihnen gehört, vielleicht haben Sie auch Geld hier in Zürich liegen, wer weiß. Die haben eine Allianz geschmiedet mit einem Mann namens Wahab. Und im Gegenzug für seine Treue, für seine Loyalität, haben die gesagt, okay, wir werden den Wahhabismus verbreiten in unserem Regierungsgebiet. Und das ist vielleicht gar nicht so relevant, aber die Saud-Familie hatte Öl und ist dadurch reich geworden, und sie haben das Geld genutzt, um den Wahhabismus zu verbreiten in der ganzen Welt und mit ihm die Verfolgung der Christen. Denn wo passt nun der Dschihad hier rein? Der Dschihad heißt heiliger Krieg, Kampf. Das bezieht sich entweder auf den defensiven Islam oder auch die Verbreitung des Islam, sowas zu Beginn dieser Religionsentwicklung. Und hunderte von Gelehrten und Richtlinien wurden geschrieben über die Jahrhunderte für den Islam. Die meisten davon sagen, dass der Heilige Krieg sich überhaupt nicht gegen die Christen richtet, denn in den Anfängen, als es noch Großsyrien gab, von der türkischen Grenze bis nach Ägypten reichte das, da waren die Christen ja in der Mehrheit, und die Muslime, die lebten dort in diesem Imperium, das sie nicht zerstören wollen. Sie haben also nicht gesagt, ja, zerstören wir mal die Christen. Nein, damals sah das ganz anders aus. Und das hat sich dann ein bisschen geändert im 13. Jahrhundert. Es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen langweiliges historische Fakten anbringe. Aber auch im 13. Jahrhundert wurden die Christen noch nicht verfolgt. Da gab es zwar die Kreuzzüge
Und einige christliche Gruppen im Nahen Osten haben sich den Kreuzzügen angeschlossen. Deren Situation veränderte sich dann schon, aber viele christliche Gemeinschaften im Nahen Osten hatten überhaupt nichts mit den Kreuzzügen zu tun. Und man führte dann aber immer mehr Restriktionen für die Christen ein. Diese mussten dann besondere Steuern zahlen. Ich werde jetzt ein bisschen schnell in der Geschichte vorangehen, sonst würde nämlich meine Präsentation hier 2 Tage lang dauern. Und jetzt kann ich sagen, aufgrund dieser ganzen Katastrophen, die über die Jahrhunderte in der arabischen Welt passierten, kam es dazu, dass die Araber selbst sich ihrer Schwäche gar nicht so bewusst waren. Die Christen in Ägypten im 19. und 20. Jahrhundert, die haben sich gegen den britischen Kolonialismus gestellt und sie hatten wichtige Positionen in der ägyptischen Gesellschaft. In Palästina gab es große christliche Gemeinschaften, die haben aber nicht als Christen gehandelt. Michel Aflaq sagt Ihnen vielleicht etwas. Er hat im Namen eines Bürgers dieser breiten arabischen Welt gehandelt, die gegen den Kolonialismus kämpfte. Also er hat sich da nicht aufs Christentum berufen. Und das war lange Zeit der Fall. Die Christen im Nahen Osten haben Ende des 19. Jahrhunderts und im ersten Teil des 20. Jahrhunderts einfach zur Gesellschaft dort dazugehört, waren ein wichtiger Teil der Gesellschaft im Nahen Osten. Warum hat sich das verändert? 1948 und dann insbesondere 1967 hat die Situation verändert. Und die Wahhabisten und Salafisten, die sagten, okay, der Islam wurde hier geschwächt durch die Präsenz des Christentums in der Mitte des Islams im Nahen Osten. Und in den 1950er Jahren gab es einen Mann, der hieß Isad Qutb, der ist im Nahen Osten sehr bekannt. Er ist auch mal in die USA gereist, verbrachte Zeit in Colorado. Und Colorado ist ja nicht besonders liberal, muss man sagen. Und er hat dann ein Buch darüber geschrieben, wie schrecklich der Westen ist. Er hat aber auch etwas über das Christentum geschrieben. Und der größte Teil dessen, was er schrieb, bezog sich auf Ägypten. Und der größte Teil war im traditionellen Korandenken begründet, sagte also, die müssen verfolgt werden, die dürfen ihre Religion nicht öffentlich verfolgen. Also keine Kirchenglocken, keine Kreuze, keine Ausdrücke des Christentums, die Macht des muslimischen Glaubens in Frage stellen würden. Also das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, wir möchten nicht, dass der westliche Lebensstil überschwappt, denn die Christen im Nahen Osten sind ja keine westlichen Gemeinschaften, die sind viel älter als die Christen hier in Europa und in den USA. Aber das Problem ist, dass sie dort sind und schon immer da waren. Nun ist es aber so, dass sich die traditionelle muslimische Toleranz geändert hat gegenüber den Buchreligionen. Früher hieß es, okay, die Buchreligionen, also Christen und Juden, die dürfen bleiben. Dann wurden ihre Rechte immer weiter eingeschränkt. Es gibt einen Schriftsteller namens Ali al-Aliani, der sagt, ja, traditionell Toleranz ist gut, aber nur, wenn das verbunden ist mit Erniedrigung und Unterwerfung der Christen. Also die Christen, die dürfen nur noch mit gesenktem Haupt herumlaufen. Und er sagte, dass sich die Buchreligionen den Regeln des Islams beugen müssen. Also sie dürfen die christlichen Praktiken nicht öffentlich verfolgen. Und nochmals, die Christen
im Nahen Osten, die haben eigentlich gar keine Verbindung mit dem Westen, die waren schon immer da, aber er sagt, oh Allah, zerstöre die Juden. Die Juden, obwohl es dort gar keine mehr gibt, die sind immer noch Leute, die den Muslimen Angst machen. Er sagt, zerstöre die Juden, die Christen und die Polytheisten und alle, die ihre Freunde sind und die den Christen und Juden helfen, gegen uns zu kämpfen. Und wenn man nun jemand ist, der sich ISIS anschließen möchte und man liest das, dann hat man doch eine gute Motivation, Christen zu töten. Denn diese ignorieren dann den traditionellen Islam, die Toleranz, das Kriegsrecht. Und Al-Qaida geht sogar noch weiter. Sie setzen die Christen mit ihren lokalen Feinden gleich, nicht mit denen aus dem Westen. Sie sagen nicht die Chaldeer oder die Syrer und so weiter. Nein, im Fall von Irak setzen die Sunniten die Christen mit den Schiiten gleich. Die Christen im Irak haben keinerlei Einfluss auf die Regierung in Bagdad, nicht mehr seit Saddam Hussein gestürzt wurde. Also sie sind einfach nur noch da, beobachten, wie ihre Zahlen immer geringer werden. Sie haben nichts zu sagen. Und Mas'ud al-Kau, das war der Gründer des Islamischen Staates im Irak. Das war die Vorgängerorganisation des Islamischen Staats im Irak und Großsyrien. Und 2004 hat er Folgendes gesagt: Wenn die Muslime die Christen schlagen, dann führt das zu Sorgen bei den Schiiten. Die Schiiten sind eine Minderheit im Irak und die Polytheisten und die Christen, wenn die Muslime schlagen, dann feiern die Schiiten. Aber welche Christen könnten denn im Irak irgendjemanden schlagen? Es sind ja kaum noch Christen da und sie haben auch überhaupt keine Verbindung mit den Schiiten. Es macht also gar keinen Sinn. Aber dieser Typ, er hat das gesagt. Das Ziel der Schiiten ist es, dem Weg der Christen und Juden zu folgen und genauso ungläubig zu sein und zu lügen. Das sagte dieser Abu Musab al-Zarqawi. Also, es ist hier klar, das heißt, die Christen sind schlecht für die Muslime, für die wahren Muslime. Die Christen, die sind verbündet mit den Schiiten, was gar nicht stimmt. Und die gehen hier sogar noch weiter. Es gibt einen Mann namens Mustafa Abdul Qadir Said Mariam. Vielleicht haben Sie von ihm schon gehört. Sein Kriegsname ist Abu Musab al-Suri. Al-Suri heißt der Syrer. Und er hat mit Al-Qaida gebrochen, genauso wie der Islamische Staat. Und er ist ein sehr wichtiger Mensch in Bezug auf das, was in Europa passiert und was im Nahen Osten passiert. Und er sagte, den heiligen Krieg, um den zu kämpfen, brauche ich keine Order von irgendjemandem in Pakistan. Wir brauchen keinerlei Befehle von irgendjemandem. Wer auch immer Muslim ist, der kann den Heiligen Krieg kämpfen und er braucht da überhaupt keine Befehle. Ich möchte hier nicht so tief in die islamischen Traditionen eingehen. Es gab früher nämlich mal Gesetze, wer darf was befehlen, wer darf wem befehlen, Krieg zu führen. Aber dieser Mann, er sagt, okay, die Christen müssen Ziele des Heiligen Krieges sein und jeder Muslim kann diesen Krieg kämpfen. Es ist sogar seine Pflicht, gegen die Christen zu kämpfen. Und er spricht auch über die Juden, aber da gibt es ja gar nicht mehr viele in Syrien. Und er machte da auch eine Aussage gegen die Regierung in Damaskus. Die Regierung in Damaskus und deren Sicherheitskräfte werden von Alawiten dominiert, was ein Zweig des Islam ist, aber nicht des sunnitischen Islams. Und sie sind deshalb Gegner des Islamischen Staates. Nun, was sagt dieser Mann? Er sagt, die Alawiten und die Christen, diese
führen dazu, dass die Menschen Juden und Christen nicht mehr hassen. Sie setzen sich ein, dass die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen als normal angesehen werden, und sie zwingen die Muslime, die Gewänder von Juden und Christen zu tragen und ihre Moden nachzuahmen, ihre Frisuren, ihre Gesten, ihre Ernährung und ihren Lebensstil, sodass Muslime zu Juden, Christen, Heretikern und Abtrünnigen werden. Also hier sind wir wirklich wieder zurück, dass er nicht nur die Christen mit den Alawiten gleichsetzt, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und die Christen in Syrien haben ja lange Zeit die Regierung von Assad unterstützt, aber so eng waren sie nie. Und dieser Mann jetzt, Suri, sagt, dass die Christen und die Alawiten ausgelöscht werden müssen. Und es heißt dann, okay, die Christen sind entweder mit den Feinden des sunnitischen Islams verbündet oder sie sind einfach nur da. Beides ist schlecht, weil sie schlechten Einfluss auf die Muslime haben und die Muslime dann nicht mehr fünfmal pro Tag beten. Und sie sehen hier, dass es da zu großen Unruhen kommt. 2015 hat ein Arm des Islamischen Staates in Libyen 21 koptische Christen aus Ägypten geköpft, und da sagten sie, es waren 21 koptische Christen aus Ägypten und ein Begleiter aus dem Tschad. Sie sagten, sie gehörten zur Kreuzfahrerkirche der Kopten, aber sie wissen höchstwahrscheinlich, dass die Kopten überhaupt nichts mit den Kreuzzügen zu tun hatten, denn die Kirche in Rom, die Kreuzzüge angeordnet hat, die hatten ja selbst einen Kampf mit den koptischen Christen, weil die koptischen Christen sich gegen die Kreuzzüge gestellt haben. Also das, was dieser Mann hier gesagt hat, ist vollkommener Unsinn. Die Kopten haben nie etwas mit den Kreuzzügen zu tun gehabt. Aber die Christen werden einfach als Verbindung zum Westen angesehen, einfach nur, weil sie Christen sind. Durch die Diaspora sind sie verbunden. Aber eigentlich sind die Christen im Nahen Osten keine westlichen Menschen, wie wir westliche Menschen sind. Denn die Christen dort im Nahen Osten, sie sind Teil dieser Gesellschaft, sie sind Teil der Bildungsgesellschaft, der Politik im Nahen Osten, und waren das bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und aufgrund dieser neuen Dschihad-Bewegung, die aufgekommen ist, haben sie jetzt ihre Rolle, ihre politische und ihre soziale Rolle im Nahen Osten verloren. Die Idee ist, die Christen, für die ist kein Platz mehr im Nahen Osten, und das sagen die radikalen Dschihadisten des islamischen Staats im Irak und in Syrien. Das sagt der frühere Islamische Staat im Irak, die Al-Nusra-Front sagt das, und noch viele andere dschihadistische Gruppen, die jetzt in Syrien tätig sind. Da gibt es eine ganze Liste in den unterschiedlichen Ländern. Nicht nur in den beiden Kriegsländern sind die Dschihadisten aktiv, sondern in vielen anderen Ländern auch. Aber im Juli 2014, was dann in Mosul passiert ist, das war schon sehr, sehr schlimm. Und es reicht dem Islamischen Staat und der Al-Nusra-Front nicht, dass sie aus militärischen Gründen christliche Dörfer besetzen. Sie halten es auch noch für nötig, dass sie hier Kirchen anbrennen und christliches Eigentum konfiszieren. Und in meinem Buch versuche ich darzulegen, dass zum Beispiel in Ägypten, einem Land, wo es seit vielen Jahren keinen Krieg mehr gibt, unter Hosni Mubarak in der Regierung nach Mubarak, dann unter Morsi und jetzt auch unter Assisi, die Christen verfolgt werden und wurden. Das ist keine Regierungsstrategie, aber ich habe ungefähr 10 Jahre in Ägypten verbracht, und
Ich habe festgestellt, dass der Staat und die Polizei die Christen nicht schützt. Es gibt da kein Gesetz, was den Schutz festschreibt. Man kann, ohne dafür bestraft zu werden, Kirchen anbrennen, man kann Christen verfolgen. Und all das wird nicht strafrechtlich verfolgt. Am Silvesterabend 2010, 2011 wurden in Alexandria Kirchen bebombt. Und was hat der damalige Führer des Staates gesagt? Ja, das waren ein paar Verrückte, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und das ist die typische Antwort. Die Christen haben keinerlei Schutz unter der ägyptischen Regierung. Die Regierung verfolgt die Muslime nicht, die hier Straftaten gegenüber Christen machen. Die Polizisten, die stehen auf der Seite der Muslime, die solche Verbrechen begehen. Und die Strafverfolgung, die wird einfach nicht aktiv. Die machen die Augen zu. Die schützen die Christen nicht, weil Ägypten kein Rechtsstaat ist. Und es gab natürlich am Anfang des arabischen Frühlings viele junge koptische Christen, die da auf dem Teilplatz standen und für einen Rechtsstaat gekämpft haben. Aber das ist leider missglückt, dieser Kampf. Im Irak sieht es ähnlich aus. Im Libanon ist die Situation etwas anders. Am Palästina, das wissen Sie alle. Dort ist in den letzten Jahrzehnten die christliche Bevölkerung zurückgegangen. Es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt den endlosen Konflikt. Die Christen leben in Isolation. Ihre Kinder müssen sie irgendwo anders in die Schule schicken, damit sie überhaupt eine Bildung erhalten. Und diese chronischen Krankheiten, wenn man sie so nennen kann, für die Palästinenser werden jetzt noch dadurch verschlimmert, dass man Angst hat für den Wahhabisten, vor den Salafisten, dass diese die Palästinenserbewegung hier infiltrieren könnten. Und in Gaza ist es so, dass nur noch eine kleine christliche Gemeinschaft überhaupt besteht im Gazastreifen. Und da wird gesagt, dass die Jungen und Mädchen dort nicht gemeinsam zur Schule gehen dürfen, dass die Mädchen nicht mit als Sozius auf dem Motorrad fahren dürfen. Und das sind strenge Regeln, die den Menschen dort auferlegt werden. Und die Salafisten, die denken, die Hamas ist nicht muslimisch genug. Sie möchten also die strengen Regeln, die es eh schon gibt, dort noch strenger machen. Im Gazastreifen gibt es schon nur noch ungefähr 1500 Christen. Und Anfang 2008 war die Zahl schon deutlich zurückgegangen. Im Westjordanland gibt es noch ein paar Christen mehr. Und Yasser Arafat, obwohl er nicht perfekt war, er hat immer klar gemacht, dass der Staat säkulär ist. Ich war mal an einer Pressekonferenz und da hat jemand über islamische Einflüsse und so weiter gesprochen. Und Yasser Arafat ist sehr wütend geworden und hat gesagt, wir sind nicht der Libanon, wir sind säkulär. Unser zukünftiger Staat wird religionslos sein. Das änderte sich aber im Jahr 2000 mit der zweiten Intifada. Die Hamas, die islamistische Widerstandsbewegung im Gazastreifen, hatte die PLO hier bezüglich Gewalt übertroffen, aber auch bezüglich der Ziele der palästinensischen Kampagne, des Kampfes um einen Staat. Die Hamas will einen Palästinenser-Staat und das heißt, die Christen mussten dort auch eine besondere Steuer zahlen. Und bis zum Jahr 2000 war die PLO nicht mehr besonders beliebt und Yasser Arafat hat sich dann dem Islam stärker zugewandt als Fokuspunkt des, der Palästinenserbewegung. Sie nannten diese zweite Intifada Haram Sharif oder Allah Aqsa Intifada und es gab dann eine
Brigade, die der PLO, die Selbstmordattentäterbrigade, und die Christen waren für sie ein rotes Tuch. Und alle Palästinenser, denen alles genommen worden war, die enteignet worden waren 1948 und 67, die begannen plötzlich, die Christen auszugrenzen, und man sagte dann, ja, was soll das mit diesem Al-Aqsa-Zeug in Ramallah, in Jerusalem und so weiter? Wir sind Christen, warum fangt die Christen sagten, warum fangt ihr auf einmal an, uns zu verfolgen? Und die Palästinenser sagen, ja, das kommt von ganz oben, das müssen wir jetzt machen. Und dann wurden die Palästinenser plötzlich islamistisch und nationalistisch. Und bezüglich der Terroristenanschläge auf Zivilisten haben sich die Christen da auf eine andere Seite gestellt. Und dann war es zum ersten Mal so, dass die Christen hier am Rande standen und ausgegrenzt wurden. Und heute ist es so, dass die Radikalisierung einiger Palästinenser immer stärker wird. Und Sie können vielleicht sagen, ja, ist ja logisch, wenn die ihre Ziele nicht erreichen. Aber es gibt jetzt mittlerweile schon Salafisten oder Leute, die im salafistischen Gewand, in diesen weißen Gewändern, die Frauen im Niqab, in den Palästinensergebieten herumlaufen. Das hatte ich in all den Jahren, die ich dort gearbeitet habe, noch nie gesehen. Und die Christen, die bekommen das auch zu spüren. Und das führt zu Ängsten. Und einer der Gründe ist auch die Migration von Palästina. Und wenn man am Küchentisch sitzt in Palästina, Kaffee trinkt und darüber nachdenkt, ja, unsere Wirtschaft geht es nicht so gut, und dort sitzen die ganzen Salafisten dort oben auf dem Hügel, da sollten vielleicht George oder Michelle mal emigrieren. Diese Gespräche gibt es. Auch in der Presse wird darüber gesprochen. Und wenn man genug Zeit mit Palästinensern verbringt, dann hört man solche Aussagen. Was soll man hier also machen? Ich habe es schon gesagt, es gibt Probleme im Irak, es gibt Probleme in Syrien, in Palästina, in Ägypten. Und in Libanon, den lasse ich hier mal raus, aber dort hat man auch Ängste bezüglich des Krieges und welche Auswirkungen das haben kann. Was soll man nun also machen? Kann überhaupt etwas getan werden? Ich beschäftige mich mal mit den dringendsten Angelegenheiten im Buch und in Artikeln, die ich geschrieben habe, und da schreiben auch noch viele andere Menschen darüber, habe ich gesagt, dass die USA, und das Gleiche würde auch für Europa gelten, den religiösen Flüchtlingen aus dem Irak politisches Asyl gewähren sollten. Warum mache ich das? Man sollte sie nicht nur als Flüchtlinge anerkennen, weil sie Christen sind, sondern mehr noch unter internationalem Recht, und das hat ja das US-Recht genauso übernommen und das Schweizer Recht auch, gibt es die Tatsache, wenn es eine begründete Angst vor Verfolgung aufgrund von Rasse und auch aufgrund von Glauben gibt, dann hat man das Recht, sich um politisches Asyl zu bewerben. Das steht im Gesetz. Und Präsident Obama hat das einfach zurückgewiesen. Und die Europäer, da sehe ich dieses Argument überhaupt nicht. Man sieht ja wirklich schwarz und weiß. Und warum sage ich, die Christen im Irak, die sind ja, als sie aus Mosul rausgegangen sind, nicht vor dem Krieg geflüchtet. Der Islamische Staat kam, die Christen sind gegangen. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Sie haben gesagt, okay, die Situation ist nicht wunderbar, aber es war schon vorher schlecht. Also ich habe ja mein eigenes kleines Geschäft hier, ich habe ein Haus hier. Das ist Grund genug, um zurückzugehen. Und sie sind zurückgegangen von den christlichen Dörfern in der Provinz Nineveh. Sie sind zurück nach Mosul gegangen. Und dann sagte der Islamische Staat, damit sie bleiben können, müssen sie zum Islam konvertieren. Also sind sie wiedergegangen.
Es gab keinerlei Kämpfe zu dieser Zeit. Und das ist fast 2 Jahre her. Und Mosul ist immer noch unter Kontrolle des Islamischen Staats. Die Christen konnten einfach nicht bleiben. Sie konnten nicht bleiben und Christen bleiben. Sie hätten ihren ganzen Glauben, ihre Identität verändern müssen. Und jetzt möchte ich nicht zurückgehen in die Geschichte der Konversion. Das gab es ja schon in Spanien und in vielen anderen Staaten. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass man einfach nicht bleiben kann, wenn man unter so einer Bedrohung steht. Für mich ist es ein klarer Fall, wenn man Angst vor Verfolgung hat, kann man nicht mehr zurückgehen. Die Christen sind nach Kurdistan gegangen und hatten immer die Idee, ja, wir würden ja gern zurückgehen, aber kann man zurückgehen, wenn man verfolgt wird? Nein, kann man nicht. Die Slowakei, die haben ja einige Christen aufgenommen, das aber aufgrund der christlichen Einstellung, nicht aufgrund des Völkerrechts. Obama hat ja gesagt, warum er keine Christen aufnimmt, und das war einfach eine Spitzfindigkeit. Er hat gesagt, unser Mitgefühl ist unabhängig von der Religion. Obama ist Anwalt, er weiß genau, was er da sagt. Natürlich haben wir Mitgefühl, aber er sagte, unser Mitgefühl ist unabhängig von der Religion. In den USA ist es so, dass Regierungsbeamte unabhängig von ihrer Religion beurteilt werden müssen. Das steht im Gesetz, das steht in der Verfassung, in der amerikanischen Verfassung. Und er hat einfach diesen Satz aus der Verfassung genommen, obwohl der sich überhaupt nicht auf Flüchtlinge bezieht, sondern auf die Regierungsbeamten. Und das haben natürlich die Leute in den USA gehört und haben gesagt, ja genau, also Religion spielt keine Rolle. Wir haben Iraner aufgenommen, wir haben Kosovaren aufgenommen, wir haben alle möglichen aufgenommen. Also Obama war hier unehrlich. Das, was er da gesagt hat, war eine faule Ausrede. Und Migration ist ein Thema. Ich denke aber, man sollte den Irakern, den irakischen Christen, Asyl gewähren. Nun, wie sieht es mit den Syrern aus? Ein bisschen anders, würde ich sagen. Es gibt 2 Millionen syrische Christen, die sind verteilt im ganzen Land, noch in Syrien, im Ausland, im Libanon, in der Türkei und so weiter. Niemand wird 2 Millionen aufnehmen. Selbst wenn man die noch verteilt, sind 2 Millionen zu viel. Das Beste, was man machen kann, ist deshalb, dass man die syrischen Flüchtlinge aller Arten, Alawiten, Schiiten, Sunniten, auch die verfolgt werden, Christen und alle anderen, die verfolgt werden, dass man diesen ordentliche Flüchtlingscamps in den Nachbarländern und auch in Syrien selbst gewährt, dass man sie ordentlich registriert bei der UN-Flüchtlingsbehörde, damit sie Hilfe bekommen können. Viele leben nicht in den Flüchtlingscamps, weil sie Angst haben, unter den Muslimen zu leben. Also viele Christen wohnen deshalb woanders. Sie wollen nicht in diese Flüchtlingscamps gehen, weil zum Beispiel christliche Frauen von muslimischen Männern dort missbraucht werden. Und das Ganze hat nichts damit zu tun, dass man jetzt einen Vertrag mit der Türkei gemacht hat. In 5 Jahren werden weder Europa noch die USA irgendwelche Unterstützung für die syrischen Flüchtlinge hier noch bieten können. Und da zahlt Angela Merkel den Türken 3 Milliarden, damit die Türken nicht weiterkommen. Warum nutzt man nicht das Geld, um hier ordentliche Flüchtlingscamps aufzubauen? Ich habe vor ein paar Tagen einen österreichischen Politiker sprechen hören. Die sind ja da sehr, sehr, sehr strikt. Und das hat mich wirklich verrückt gemacht, was er dort gesagt hat. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zur Frage des Bleibens im Nahen Osten. Und vielleicht haben viele von Ihnen gehört, dass die Hierarchie, die Patriarchen, Bischöfe vieler Religionen oder viele Konfessionen sagen, die Leute sollten bleiben, sie sollen Zeugen dessen bleiben, was dort passiert. Denn es ist ja schließlich das Heimatland der Christen, es ist das Ursprungsland der Christen.
Und ich habe diese Frage vielen Christen in Kurdistan gestellt. Und ich bringe Ihnen hier eine Antwort eines chaldäischen Priesters mit. Die Chaldäer, die sind mit Rom verbandelt. Die sind vor einigen Jahrhunderten, haben sie sich abgespalten. Aber er ist ein Priester, ein ganz, ganz toller Mann. Er wurde 9 Tage lang gefoltert in Bagdad vor einigen Jahren. Also es ist schon länger her, es war nicht jetzt. Und ich werde Ihnen mal sagen, was er gesagt hat. Er wurde entführt, wie viele andere Priester im Nahen Osten, und der Islamische Staat hat dann für ihn ein Lösegeld gefordert. Und sie haben einen Hammer genommen, damit seine Nase gebrochen, seine Zähne ausgeschlagen, haben seinen Rückgrat gebrochen, und sie haben es ihm verboten, 4 Tage lang Wasser zu trinken. Und normalerweise bringt einen das um. Man kann 4 Tage ohne Essen leben, aber nicht 4 Tage ohne Wasser. Aber er hat überlebt. Und seine Gemeinde in Bagdad hat am Ende das Lösegeld bezahlt. $85.000 haben sie zusammenbekommen und haben es gezahlt. Und sie haben ihm dann nichts gesagt. Sie haben ihn einfach geholt, in ein Auto gesteckt. Und er dachte, okay, jetzt werden sie mich töten. Sie sind dann nach Bagdad mit ihm gefahren und haben ihn aus dem Auto gestoßen. Und er sagte zu mir dann, ich habe auf den Schuss gewartet, aber es kam kein Schuss. Er ist ein bisschen herumgelaufen, wurde von einem anderen Priester gefunden, und er wurde dann im Irak, in Italien, in Deutschland operiert, und jetzt sieht er schon wieder ganz toll aus. Er ist aber wirklich ein starker Mann. Und dann ist er zurückgegangen nach Mosul, in seiner Heimatstadt, um dort zu predigen, und als alle weggegangen waren, hat er sich um die christlichen Flüchtlinge in einer Kirche in Kurdistan gekümmert. Und er sagte zu mir, als ich gefragt habe, sollten die Christen bleiben, um zu sehen, was hier passiert im Land von Jesus? Und er sagte zu mir, bleiben? Warum? Was ist es denn? Was bringt es denn, zu bleiben, wenn man seinen Glauben nicht ausüben kann, wenn man spezielle Steuern zahlen muss, wenn man nicht in Würde leben kann? Unsere Bischöfe, unsere Bischöfe, die führen sich selbst und uns an der Nase herum, indem sie die Leute drängen, zu bleiben. Wenn wir das gleiche Leben in Mosul und in den Dörfern um Mosul herum leben müssen wie vorher, dann bleiben wir Sklaven. Der Irak ist nicht mehr für die Christen da. Und er hat recht. Im Irak gibt es keinen Platz mehr für Christen. Ich kann ihn verstehen. Ich verstehe, wenn man sagt, okay, man muss ja sehen, was hier passiert, aber wie viel können die irakischen Christen ertragen? Es ist ja nicht nur Mosul. In Bagdad und Mosul haben sie 11 Jahre lang schon die Verfolgung erleiden müssen. Und Bruder Douglas, der mir das hier erzählt hat, der hat auch über die Verfolgung gesprochen, die sie schon 11 Jahre lang erlebt haben. Andere Priester wurden in Bagdad getötet. Ihnen wurde der Kopf abgeschlagen. Das können Sie alles in meinem Buch nachlesen. Und es sind keine schönen Geschichten, wenn man dort hört, was alles passiert ist. Und Sie erinnern sich ja vielleicht, dass der Papst Johannes Paul II. Eine Delegation in die USA geschickt hat, bevor die USA im Irak einwanderte, um zu sagen, bedenken Sie die Konsequenzen, die das haben kann. Der Papst hat das nicht gesagt, weil er Saddam Hussein so mochte, aber weil er wusste, das wird Auswirkungen haben auf die Christen. Bush hat den Brief vom Papst überhaupt nicht gelesen. Und man sagte, ach na ja, machen sich keine Gedanken, der Krieg wird ganz, ganz schnell vorbei sein. Und hören Sie mal, wir unterstützen Sie doch bezüglich Ihrer
Abtreibungspolitik. Was wollen Sie also von uns? So hat die amerikanische Regierung reagiert. Und sie haben sich nie um die Bedürfnisse der Minderheiten gekümmert, nicht nur der Christen, auch aller anderen Minderheiten im Irak. Sie haben überhaupt nicht anerkannt, dass es ein konfessionelles Problem im Irak gab. Und selbst ein 5 Jahre altes Kind hätte das schon gesehen. Ja, da braucht es nicht zu viel, um das zu sehen. Und die schiitischen Quartiere in Bagdad wurden von den Sunniten hier gereinigt sozusagen und die sunnitischen Gebiete von den Schiiten. Alle, die früher gut zusammengelebt haben, konnten das plötzlich nicht mehr. Es wurden konfessionelle Grenzen gezogen. Und es ist nicht richtig, wenn die Bischöfe sagen, die Leute sollen bleiben. Zumindest sollte man den Menschen dort dann andere Lösungen anbieten. Und ich weiß nicht, ob jemand hier in diesem Land vielleicht alle aufnehmen kann. Können wir nicht. Und Sie wissen ja, was auch Donald Trump in den USA sagt. Der sagt, wir wollen überhaupt keine Muslime haben. Und die Demokratische Partei, Hillary Clinton, sagt, okay, wir können einfach nicht aus religiösen Gründen Leute aufnehmen. Also hier immer wieder Ausreden. Und nun meine Frage, können wir die Probleme im Nahen Osten lösen? Und diese verworrenen Invasionen im Nahen Osten, ohne dass man an die Konsequenzen denkt, das muss ein Ende haben. Man muss an die Christen und andere Minderheiten denken. Die haben schon gelitten, schon so lange. Die Christen im Irak haben seit dem ersten Jahr der amerikanischen Besatzung gelitten. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, der Papst hat die Amerikaner gewarnt. Und die Russen, die nun Assad unterstützen in Syrien, die haben damit auch Konsequenzen hervorgerufen. Der geplante Nebeneffekt, dass man hier die Christen in Syrien schützt, der wird nicht erreicht. John kann Ihnen noch viel zu diesem Thema sagen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man hier machen kann. Aber der Westen sollte konsequenter sein bezüglich seiner Politik im Nahen Osten. Denn das ist so ein Hickhack und man glaubt, die glauben selbst nicht mehr, was sie sagen. Das gilt insbesondere für Ägypten. Ständig sagt man den Ägyptern, was sie machen sollen. Und dann gibt es in den USA wieder Konferenzen und parlamentarische Gremien, die und sagen, ja, wir können eigentlich nichts machen, weil wir ja Interessen in Ägypten haben und der Suezkanal, der ist wichtig für uns und so weiter. Also viele Leute haben auf Obama gesetzt, haben gedacht, dann ändert sich was, ist aber nicht passiert. Also wir brauchen eine konsequentere Außenpolitik und das ist ein chronisches Problem. Nun, die muslimische Welt, denn ich habe Ihnen ja viel schon von den Ideen erzählt, die im Islam verankert sind. Und es ist falsch, wenn man sagt, das hat alles mit dem Islam zu tun. Und es ist auch falsch, wenn man sagt, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Natürlich hat es mit dem Islam zu tun. Aber man nutzt hier Texte, um diesen heiligen Krieg zu rechtfertigen. Es gibt einen Text, der heißt Der Pakt des Omar. Und dieser Omar, das war eine derjenigen, der in Syrien eingezogen ist, als die Araber aus Syrien abgezogen sind und hat dort ein großes Imperium aufgebaut. Und damals gab es viele Christen in Syrien, die hatten wichtige Positionen inne und das wollte man nicht zerstören in den Städten. Damaskus, eine tolle Stadt. Auch in Alexandria, mehr als tolle Stadt. Antiochia in der Türkei, genauso. Also es gab reiche Städte dort, die Christen hatten Einfluss, sie waren reich, sie waren gebildet. Also hat man hier Verträge mit diesen Christen gemacht, um Blutvergießen zu vermeiden. Und wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen, kann ich Ihnen sagen, es gab schon einige christliche Gruppen, die
Muslime hier willkommen hießen, andere nicht. Es war eine sehr, sehr komplizierte Situation. Die koptische Kirche in Ägypten zum Beispiel, die hatten einen Konflikt mit der Kirche von Rom. Und sie haben sich mit den Muslimen gut arrangiert. Also es war nicht so, dass man schon jahrelang Theologiekämpfe gestritten hat im Nahen Osten, bevor die Muslime kamen. Die Christen dort haben größtenteils gesagt, okay, die glauben an einen Gott, wir glauben an einen Gott, passt schon. Wir können uns zusammen raufen. Und diese Toleranz, diese Koexistenz existierte lange. Aber es gab immer wieder islamistische Dogmatiker, die hier gesagt haben, wir müssen uns doch an die traditionellen Texte halten. Und der Pakt von Omar, das war ein Pakt mit den Christen, der die Rechte der Christen einschränkte. Aber Sie müssen sehen, das kommt aus dem 7. Jahrhundert. Und heute gibt es einige Länder, die diesen Pakt von Omar wieder zurückhaben wollen. Meiner Ansicht nach sind die Muslime unwillig anzuerkennen, dass die Verfolgung der Christen ein Teil dieser größeren Ideologie ist, die sagt, alle werden verfolgt, die nicht das glauben, was die sunnitischen Muslime sagen. Auch schlechte Muslime werden getötet und werden als Heretiker bezeichnet. Und viel davon stammt noch aus dem 13. Jahrhundert, lebt aber bis heute fort. Und die Regierungen, wie wir wissen, sagen, diese Leute sollten überworfen werden, wenn die Regierungen nicht den Dschihad, den Heiligen Krieg, kämpfen. Wird das umgesetzt? Fragen Sie sich vielleicht. Naja, vor einigen Tagen erst wurden 300 Muslime in Mosul hingerichtet. Das waren Muslime, aber eben keine wahren Gläubigen, wie es die Sunniten sagen. Und auf meinem Telefon schaue ich immer ein bisschen bei Instagram. Da hat mir jemand geschrieben, dass er von einem muslimischen Freund eine Nachricht bekommen hat, wo der islamische Staat gesagt hat, okay, wir schließen dein Möbelgeschäft, das du hast, weil du kein wahrer Gläubiger bist. Und man sah neben dieser Botschaft von ihm ein Bild von ihm und da wurde, war neben seinem Kopf ein Kreuz, also gezeichnet, um ihn auszulöschen. Ich habe von jemandem anders gehört, der geschlagen wurde, zusammengeschlagen wurde, weil er etwas auf Facebook gepostet hatte, was dem IS nicht gefallen hat. Und in Ägypten ist es so, dass die Salafisten, die hier Mobverfolgung von Christen schon zu Mubaraks Zeiten durchgeführt haben, die haben sich immer dafür eingesetzt, dass die Christen es nicht einfach haben. Und wenn man als Frau dort, als christliche Frau unterwegs ist, dann wird man sehr leicht beschimpft. Und da hat sich etwas sehr stark geändert in den letzten 15 Jahren in Ägypten. Ich weiß nicht, ob Sie vor kurzem mal in Ägypten waren, wenn Sie hier Videos aus den 50er Jahren von Ägypten sehen, Alexandria, wie die Leute Beachball spielen am Strand. Und heute dürfen die Frauen in Ägypten nicht mal mehr ins Wasser, in Badekleidern. Sie müssen den Hijab tragen. Das ist jetzt eine Anekdote, was ich Ihnen erzähle. Das haben mir Freunde aus Alexandria erzählt. Da war eine russische Frau, die in einem Strandhotel in Alexandria war und sie wollte schwimmen gehen. Und da kam ein ganzer Mob von Männern und die Polizei musste dann geholt werden, um diese Frau zu beschützen, weil da so ein Mob kam. Russische Frauen können ja sehr, sehr hübsch sein, das verstehe ich, dass man ihnen nachschaut, aber so eine Riesengruppe von Männern, das war bedrohlich. Und dann gibt es westlich von Alexandria noch einen bekannten Strand, den nennt man auch das Saint-Tropez Ägyptens. Und
Und ägyptische Frauen gingen dort gerne hin. Sie haben Sarah umgebunden früher und konnten dort so dann am Strand sitzen. Heute dürfen sie das nicht mehr. Sie dürfen heute nicht mehr so in der Öffentlichkeit sein, dass Männer sie sehen können. Und die gleichen Regeln wendet man auf Christen an. Diese strikte Ideologie richtet sich also nicht nur gegen christliche Frauen, sondern auch gegen die Muslime. Und wir hier in der Schweiz, wir müssen verstehen, dass sich die Ideologie auch gegen andere Muslime richtet. Und es werden ja auch Sunniten, selbst Sunniten hingerichtet. Und wenn in Raqqa ein Sunnite sagt, ich habe jetzt keine Zeit zu beten, weil ich gerade meinem Geschäft nachgehen muss, dann kommt der Islamische Staat und wird hier Konsequenzen ergreifen. Das ist ein bisschen wie der KGB in Russland. Die kommen und sagen, wir können machen, was wir wollen. Und das sagen sie auch den Muslimen im Land. Sie sagen ihnen, denken Sie besser zweimal nach, was sie machen. Ja, also sie richten sich nicht nur gegen die Christen und anderen Minderheiten, sondern auch gegen Muslime selbst. Und ich bin nicht sehr optimistisch. Es gibt muslimische Liberale, das stimmt, aber deren Stimmen sind nicht sehr laut. Man sieht sie nicht oft im Fernsehen. Heute habe ich eine gesehen, eine Muslimin, die heute aber in Kanada lebte. Und sie hat über die Salafisten gesprochen, diese extreme Version des Islam. Aber sie lebt heute in Kanada und von dort aus kann sie das machen. Und es ist mutig genug, dass sie das von Kanada aus macht. Sie könnte auch dort getötet werden. Ich bin mir sicher, dass das dort passieren könnte. Es gibt also Stimmen, die sich erheben. Und im 9. Jahrhundert, jetzt muss ich mal nachschauen, ob ich das finde, gab es auch Muslime, die sich ausgesprochen haben gegen diese strenge Interpretation der muslimischen Texte aus dem 9. Jahrhundert. Aber heute ist es schwierig. Heute ist es schwierig, hier die Leute aufzurufen, moderat zu sein. Es gab einen Mann, Nasser Hamed Asubahi, er ist Ägypter. Und er hat an der Universität von Kairo gelehrt. Er sagte seinen Studenten, sie sollten über den Tellerrand schauen, also nicht nur sich an diese alten Texte aus dem 13. Jahrhundert halten, sondern weiterdenken. Und er wurde von anderen Professoren der Kairoer Universität denunziert. Die Professoren sind dann vor Gericht gegangen und wollten ihn bestrafen und wollten sagen, ja, seine Ehe muss annulliert werden, weil eine muslimische Frau nicht mit einem Heretiker verheiratet sein darf. Und eine extrem konservative Gruppe sagte dann, dieser Mann muss getötet werden. Dass Nagib Mahfouz, der bekannte Nobelpreisgewinner, der wurde ja zum Beispiel auch in den Straßen von Kairo niedergestochen. Also solche Sachen können wirklich passieren. Also dieser Mann, dieser ehemalige Professor, der ist ins Exil gegangen in die Niederlande und dort ist er dann gestorben. Ahmed Sufi Mansour, ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name was sagt. Er arbeitete mit Professor Al-Azhar und das ist ein bekannter Mann im Nahen Osten, bekannter Gelehrter. Und er schlug vor, und das in einer öffentlichen Rede, dass gewalttätige Lehren aus dem Islam verbannt werden sollten. Und da hieß es dann, dieser Mann ist ein Feind des Islam. Wir können ihn nicht mehr tolerieren. Er wurde dann 2 Monate ins Gefängnis gesteckt und ist dann in die USA geflohen. Sie können auch diesen Mann googeln, wenn Sie möchten. Das ist eine sehr interessante Persönlichkeit.
Zeit. Und 2011 hat er dann online protestiert von den USA aus. Und als die Christen da demonstriert haben und die Armee die Proteste niedergeschossen hat. Und er hat dann gesagt, man soll in Ägypten doch Kirchen und Moscheen einfach frei bauen können und man soll verbieten, dass Hassbotschaften in Moscheen verbreitet werden. Das kann er aber jetzt nur sagen, weil er heute in den USA lebt, denn in Ägypten ist es nicht einfach, sowas öffentlich zu sagen. Dafür wird man hingerichtet. Und ein wichtiger Einfluss kommt aus Saudi-Arabien. Dort haben sie das Geld, diese Ideologie zu verbreiten. Ich habe den Wahhabismus schon genannt. Es gibt zahlreiche Länder, Bosnien zum Beispiel, wo die Araber Moscheen bauen, Moscheen finanzieren. Also die Art von Muslime, die ich kenne, das sind alle keine Wahhabisten, aber es gibt viele, wirklich sehr, sehr strenge Wahhabisten und die verbreiten den Wahhabismus immer weiter. Und ich möchte nun zum Schluss noch eine Anmerkung machen, indem ich sage, die muslimischen Führer, die äußern sich zu solchen Sachen, die Politiker nicht. Ich sehe es so, dass die Verfolgung der Christen hier nur ein Schritt hin ist zur Verfolgung aller möglichen Völkergruppen, wenn einmal die Sunniten da an die Macht kommen. Und die Situation jetzt im Nahen Osten erinnert mich an die Situation in Deutschland in den 1930er Jahren. Und vielleicht kennen Sie alle dieses Gedicht von einem lutheranischen Pastor, Martin Niemöller, aus den 30er Jahren. Das ist ein sehr bekanntes Gedicht. In meinem Land ist es sehr bekannt. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, in der Schweiz, in Europa. Und er schrieb, dass zuerst wurden die Kommunisten von den Nazis verfolgt, dann die Gewerkschafter, dann die Behinderten, dann die Juden. Und er sagte, und niemand sagte etwas dagegen. Und dann, sagt er, und dann kamen sie und holten mich. Und es gab niemanden mehr, der sich für mich einsetzte. So schloss er sein Gedicht. Und genau das Gleiche gilt für die Muslime im Nahen Osten. Ja, der Westen macht die Augen zu. Wenn man die Verfolgung der Christen als Teil der breiten Ideologie ansieht, dann anerkennt man hier eine ganze Bewegung und Paris und Brüssel und so weiter. Wir sehen, was passiert. Und ich möchte hier die Außenpolitik der westlichen Staaten nicht kritisieren, aber es läuft etwas falsch. Und was falsch? Es gibt auch keine Ausrede dafür, dass Muslime Zivilisten töten. Da sterben Männer, Frauen und Kinder. Das sind Kriegsverbrechen. Und bisher hat niemand, man findet ja die Namen der Kommandeure sogar im Internet, und niemand hat bis jetzt gesagt, diese Leute sollten vor ein internationales Strafgericht geführt werden. Al-Baghdadi selbst. Ich erinnere mich an den Kosovo-Krieg, wo die USA gesagt haben, dass Milosevic vors Gericht gestellt werden soll. Aber warum das nicht mit den Islamistenführern passiert, keine Ahnung. Ich habe hier schon gesagt, da werden noch viele, viele Sachen kommen. Und ich bin nicht sehr optimistisch, dass die Iraker Flüchtlingsstatus bekommen werden, zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Syrien ist noch eine ganz andere Geschichte. Das geht jetzt seit 5 Jahren. So im Libanon gibt es seit 15 Jahren die Probleme. Stellen Sie sich mal vor, wenn es in Syrien noch 10 Jahre weiter geht. Die Kopten in Ägypten, diese Christengruppe ist noch groß genug wahrscheinlich, um zu überleben. Aber
gut sieht es für die auch nicht aus. Palästina, die Palästinenser, die sagen mir, ja, alle sagen, wir sollen bleiben, aber wir gehen einfach. Also Israel und Palästina, die werden bald Museen eines toten Christentums sein. Die Pilgerer, die gehen vielleicht noch auf den Tempelberg und so weiter, aber sie sehen keine Christen mehr. Sie finden keine Palästinenser mehr, die den christlichen Gott anbieten. Ich bin also wirklich pessimistisch, bin nicht optimistisch bezüglich der Situation der Christen. Deren schlimme Situation hat sich verschlimmert und hier kann man das Rad nicht zurückdrehen. Und es ist so, dass ein würdiges christliches Leben im Nahen Osten gar nicht mehr möglich ist. Es gab Zeiten, wo die Christen dort Einfluss hatten, aber heute haben sie einfach nur noch ein schweres Leben. Tut mir leid, dass ich Ihnen diese schlechte Nachricht hier überbringen muss.